Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst. Ungarn stimmt dem grünen Übergang zu, lehnt jedoch extreme grüne Ideologien ab, denn die Welt sollte nicht danach streben, die Erwartungen fanatischer Klimaaktivisten zu erfüllen, sondern die Erde für zukünftige Generationen zu bewahren, erklärte Peter Szijjártó, der Minister für Außenwirtschaft und Auswärtiges, am Mittwoch in Neu-Delhi. Der Minister betonte in seiner Ansprache auf der India-Europa Business and Sustainability Konklave, dass nach Ansicht der ungarischen Regierung die wirtschaftliche Entwicklung und der Umweltschutz Hand in Hand gehen sollten und es schädlich sei, wenn das Gleichgewicht in irgendeine Richtung kippt. Im Rahmen des nationalen Blutspendeprogramms in Ungarn spenden jedes Jahr mehr Menschen Blut, teilte der stellvertretende Staatssekretär für Zivil- und Gesellschaftsangelegenheiten im Ministerium des Ministerpräsidenten bei der Blutspendeaktion am Mittwoch in Budapest mit. Der Staatssekretär erklärte, dass die erste zivile Blutspendeaktion im Jahr 2019 stattfand und die aktuelle bereits das 10. Mal ist. Nach langer Zeit wird der Großhandelspreis für Dieselkraftstoff ab Freitag wieder sinken. Zuletzt wurde am 10. Januar ein Rückgang des Dieselkraftstoffpreises festgestellt und ab diesem Freitag wird der Einkaufspreis um brutto 4 Forint niedriger sein. Der Benzinpreis ändert sich diese Woche nicht mehr. In Bezug auf die Durchschnittspreise können folgende Werte ab der zweiten Hälfte der Woche an den Tankstellen erwartet werden: Benzin 618 Forint Liter, Dieselkraftstoff 657 Forint Liter. Die Mafolan-Gruppe hat eine Informationswebsite über das neue Tarif- und Rabattsystem, die 24-Stunden-Tageskarten und die Verkehrsänderungen in der Budapester Region gestartet. Am 1. März startet das neue Tarifsystem für den ungarischen Nahverkehr, das den öffentlichen Verkehr in Ungarn für 3,5 bis 4 Millionen Menschen günstiger, einfacher und zugänglicher macht und den Familien monatliche Einsparungen von mehreren 10.000 Forint ermöglicht, wie die MAF in ihrer Erklärung feststellt. Die Ermittler der nationalen Steuer- und Zollbehörde beschlagnahmten ukrainische Zigaretten im Wert von 4 Milliarden Forint. Ihrer Erklärung zufolge entdeckten sie das größte illegale Zigarettenlager der letzten Jahre. Die Ermittler führten gleichzeitig an mehreren Orten in Budapest und im Komitat Feje Hausdurchsuchungen durch. Zwei ukrainische Männer wurden in einem Lagerhaus im Komitat Feje festgenommen, wo der Großteil der beschlagnahmten Zigaretten und eine große Menge Bargeld gefunden wurden. In einem nahegelegenen Lager wurde eine für den Transport vorbereitete Zigarettenladung und ein LKW mit Deckwaren gefunden. Insgesamt wurden an den beiden Orten 35 Millionen illegale Zigaretten, 70.000 Euro Bargeld und ein LKW im Wert von 30 Millionen Forint beschlagnahmt. Bei den Hausdurchsuchungen stießen die Ermittler auf mehrere ukrainische Reisepässe mit den Fotos der Verdächtigen. Die Finanzermittler der nationalen Steuer- und Zollbehörde brachten auch die ungarischen und syrischen Komplizen der ukrainischen Täter, die den Flüchtlingsstatus besitzen, vor Gericht, durchsuchten zahlreiche Immobilien und Fahrzeuge und befragten Zeugen. Die beiden ukrainischen Männer, die bei der Tat festgenommen wurden, wurden als Verdächtige verhört und anschließend in Haft genommen. Das zuständige Gericht ordnete ihre Untersuchungshaft an. Ein Mitarbeiter wurde von einem Förderband in einem Werk in Zalaegerszeg eingeklemmt. Die Mitarbeiter des Werks handelten sofort und schalteten das Förderband ab. Als die Berufsfeuerwehr der Stadt eintraf, befreiten sie den Mitarbeiter aus dem Förderbandkonstrukt. Die Rettungskräfte konnten den Mann erfolgreich wiederbeleben. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Spezialklinik. Das 25. Jubiläum der nationalen Restaurantwoche wird in diesem Jahr länger dauern als üblich. Vom 7. bis 24. März erwarten 177 Restaurants im ganzen Land Gäste mit festen Menüs. Vor mehr als einem Jahrzehnt, als das Event Nationale Restaurantwoche startete, nahmen nur 26 Restaurants am Programm teil. Im letzten Herbst präsentierten sich bereits über 160 Gastronomiebetriebe. Die Besucherzahlen haben sich im Vergleich zum ersten Event fast vervierfacht,
Im letzten Herbst waren es bereits über 30.000. Wer einen Tisch in einem der teilnehmenden Restaurants reserviert, kann zu erschwinglichen Preisen zu Mittagessen oder zu Abendessen. Je nach gewählter Kategorie kostet ein Menü mit drei oder in einigen Restaurants mit vier Gängen 5.900, 7.900 oder 9.900 Forint. In diesem Jahr beginnt ein besonderes gastronomisches und kulturelles Festival, das die besten Restaurants, Unterkünfte und kulturellen Veranstaltungen der Balaton-Region vereint. Auf dem Taste Balaton Festival erwarten Sie 10 Tage lang mehr als 25 Restaurants am Balaton, Gasthöfe, Museen und Weingüter mit einzigartigen Programmen, exklusiven Abendessen und Ausstellungen vom 8. bis 17. März. Das Munkazi 180 Gedenkjahr hat in Békéscsabor mit einer neuen Ausstellung begonnen. Die Ausstellung mit dem Titel Munkácsi Mihály – Ungarische Eroberung ist bis zum 27. Oktober im Munkácsi Museum zu sehen. Munkácsi ist als einer der größten ungarischen Maler bekannt und wurde bereits zu Lebzeiten zur Legende. Seine Entdeckung und Vermittlung sind eine Aufgabe der Nachwelt, denn sein erfolgreiches, aber gleichzeitig tragisches Leben verbirgt noch viele Geheimnisse, sagte der Staatssekretär für Kultur und Innovation bei der Eröffnung des Gedenkjahres und der Ausstellung am Dienstag. Am 9. März wird zum 16. Mal das Böller-Festival und Gastronomiemarkt in Obertzolók veranstaltet, bei dem die traditionelle, ländliche Schweineschlachtung wiederbelebt wird. Der Tag beginnt mit einer Schweineschlachtung und Palinka. Die Gäste können die traditionellen Spezialitäten des Dorfes mit einem an der Eingangstour gekauften Probierpass kosten. Auf dem Festival wird auch eine der größten gebratenen Würste des Thaisees mit einer Länge von 250 Metern zubereitet. Neben dem gastronomischen Erlebnis erwarten die Besucher auch zahlreiche Tanz- und Musikveranstaltungen. Am heutigen Donnerstag wird am Stadtpark Eislaufplatz der Ungarische Eissporttag gefeiert, um an den ersten Olympiasieg Ungarns in der Geschichte des Wintersports zu erinnern, der vor 6 Jahren, am 22. Februar 2018, von der Männerstaffel im Shorttrack erreicht wurde. Die Veranstaltungsseite hebt hervor, das Datum ist mit dem Ungarischen Eissporttag verbunden, seitdem wird der Sport und die ungarischen Meister jedes Jahr gefeiert. Die Programme beginnen um 17.30 Uhr mit Eislauf- und Eiskunstlaufshaus. Dann werden Eislauftricks gelehrt und Wettkämpfe für Interessierte veranstaltet. Das Wetter in Ungarn. Am Donnerstag nimmt die Bewölkung von Westen her stark zu, am Vormittag kann es nur vereinzelt regnen, am Nachmittag ist an vielen Orten im mittleren, nördlichen und östlichen Teil mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen können zwischen 10 und 16 Grad liegen. Am Freitag bleibt es bewölkt und mit Ausnahme der südöstlichen Regionen ist vielerorts mit Regen zu rechnen. Die nächtlichen Fröste hören auf und der Nachmittag wird ebenfalls mild sein, mit Höchsttemperaturen zwischen 10 und 17 Grad. Der Wechselkurs heute 386 Forint für einen Euro Mittelkurs. Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst.